Jo, herzlich willkommen zurück. Und ich würde sagen, was sagt er? Was sollen wir machen? Gib richtig Gas, fahr den Wagen durch die Canyons und schnell, mach keine Kratzer voll in den Pfeilen. Ja, machen wir schon. Ja, gleich nochmal eine Runde Werksfahrer hier. Drei, zwei, oh, der klingt aber schön. Eins, los! Mein Lieblingsmann, der war hier. Also ab 100 geht hinten der links hoch. Die Pommes-Theke. Oh ja. Und der ist gefährlich. Drei, zwei, eins, los! Früher war ich eigentlich nicht so der Cockpit-Fahrer, ehrlich gesagt. Da war es mehr so dieses Vogelperspektive. Ich bin mal so gefahren hier. Ja. Klingt auch ganz nett, aber ich finde das simulationsmäßig so mit dem Lenkrad eigentlich doch besser Cockpit zu fahren. Vor allen Dingen, wenn auf dem Bildschirm was passiert, was in meinen Händen passiert hier. Ja, ne? Das ist irgendwie cool. Ja, Bullen auch noch. Ach, die ganze Story hier wieder. Ja, genau, ey. Ach, was er soll. Wegen dem kleinen Crash werde ich es aber nicht das Ganze nochmal fahren. Im Moment sieht das auch alles noch im gelben Bereich aus. Also kann ich so durchkommen. Ah, shit. Ja doch, das kann man vergessen. Wenn ich nochmal einen Polizist komme, bin ich erledigt. Drei, so was. Zwei, fängt eins, ja gut an hier. Los! Na, eiert ihr mal rum, da ist... Ja. Wiu. Ach nö, jetzt kommt der Witz her. Das finde ich ja wohl ungerecht. Ich fand an den Bullen. Das kann ich immer noch sagen. Keine Chance auszuweichen, ne? Schön Auto vor. Das sieht schön, ne?
160 Klamotten und er zieht noch weiter, wenn ich drauf trete. Volle Kanne an den Bohlen vorbei. Sollte geschafft sein, ne? Ja. Ja, das war jetzt nicht das Angucken-Würdig hier. So sauber bin ich da nicht durch. Tja, ja. So. Ja. Aber nicht jetzt. Jetzt möchte ich gerne Evolution machen hier. Alle neuen Elber sind gefragt. Und jetzt wollen wir hier mal wissen, was drin steckt. Umbausatz für konischen Luftfilter. Faktasa, super leichte Schwungscheibe. So. Sollte das sein, ne? Und Kostelkappengehäuse. Klickidi-klick. Kostet mir dann so Spaß. Aha, was kostet die Welt, ne? Hauen wir alles mal rein hier. Das hat er schon drin. Hört man denn das? Oder habe ich das in der letzten Folge eventuell gemacht und voll verpeilt? Ja, ich behalte das Teil mal, weil vielleicht kann ich es in einem anderen neuen Elber nachher wieder verwenden. Dann war das dann in dem Sinne keine Geldverschwendung. Das finde ich jetzt aber doof. Naja. Das ist, wenn man zwischendurch Pause macht und so. So, dann wollen wir nochmal treten hier. Côte d'Azur, Pyrenee, oh, Monte Carlo Kurs, das wird nett. Ich glaube, da kaufe ich mir sogar mal ein paar Slicks für das Teil, oder? Um den so richtig zu treten. Drei, zwei, eins, los! Ohne Schäden.
überlegen. Also wenn ich den Sound nicht nehmen kann, CPU doch ganz knapp mal nicht reicht. Kann ich dann machen, mit 50 Bildern aufnehmen. Das ist dann vielleicht sauberer. Das probiere ich dann mal in der nächsten Folge. Zwischen 15 und 60 Bildern ist dann nachher für YouTube auch nicht so krass der Unterschied. Ich dachte aber konstant da schön flüssig läuft. Haben wir dabei ordentlich was gewonnen. Oh shit, wo fahre ich denn hier lang? Wollte ich eigentlich gar nicht, aber na gut, geht halt wohl auch. Oh shit. Ja, und er bleibt eigentlich auch da kleben, ne? KI-technisch. Oh, dann haben wir ja die... Ist das die klassische Ära? Schon quasi durchgefahren bald, ja? Geht's erstmal wieder mit Ladenkrücken los. Jetzt so langsam das kranke Heizen los. Da geht's auch nochmal wurscht. Du bist auf dem ersten Platz. Oh. Du führst die Turniertabelle an. Toll. Ich könnte natürlich auch die Threads für die Aufnahme ein bisschen höher setzen. Mal gucken, wie Need for Speed Porsche so skaliert. CPU-mäßig mit DG Voodoo. Ich weiß auch gar nicht, was dieser modernen Patch an Threads nutzen kann. Also die Menge an CPU-Kerne. Das wäre ja durchaus auch interessant. Vielleicht, ich meine, das lief spätestens bei 2 GHz mit einem Kern sowieso schon wunderbar. Ich glaube kaum, dass man da deutlich mehr braucht hier für das Spiel. Den 3D geht es sowieso schon mal gar nicht mit 16 Bit. 2, 1, los! Ist noch ein bisschen optimierbar das Ganze. Wir werden sehen. Ganzen passt es ja, bleibt ganz schön, sieht auch schick aus. Auch mal eine Aufnahme. Thank you.
kann das immer noch genauso wie früher, wenn nicht sogar doch besser. Ja. Die Straße immer noch drauf hier. Wie sieht's aus? Nur einen neuen Rekord. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Ja, naja. Dasselbe, was ich schon mal gefahren habe anscheinend, ne? Aber exakt. Das ist witzig. Oh, schön schadenfrei. Ja komm, ich habe Kohle verdient. Ich hole mir jetzt noch ein paar Slicks für diese Strecke hier. Das gönnen wir uns. Hätte ich nicht Felge 4 auch schon drauf geschraubt? Ne, habe ich nicht. Na komm, dann gönnen wir die auch noch. Sieht schicker aus. Jo. Bisschen aggressiver oder so, weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall schicker. Drei, zwei, eins, los! Jetzt geht's ab, ja. Nur man bringt mir dann mal recht wenig. Bin jetzt mal gespannt, welche Monte Carlo das genau ist. Die erste Runde ein bisschen vorsichtiger fahren und dann kann ich abziehen hier. Junge, was machst du? Gib doch Stoff. Geht da voll in die Alpen. Ja, okay, ja. Soweit klar. Ohne Tunnel, mhm. Nur der Kleine. Ja, genau, nach dieser Kurve, da muss man ein bisschen stärker machen. Wieder Abbremsung fahren, dann kann man hier wieder schön durchziehen. Am besten. Das ist deine erste Runde. Ja, erster so Platz. Ziehen, ne? Letzte Runde. Ja. Sieht so aus, als wenn ich so am besten da durchkomme. Man muss hier schon abbremsen, ja, aber nicht so wie die KI eben da. Die gehen ja voll in die Alten. Sind wir fast gestanden oder was? Das wäre
Ende zu, ja. Mal das ruhig haben. Schön durchgezogen. Du bist auf dem ersten Platz. Wobei, Glückwunsch, du hast das Turnier gewonnen. Ja. Da das, da fällt mir gerade was ein. Das war ja jetzt das letzte Turnier. Da kommt ja jetzt noch mal ein kleines Special. Mach ich denn das? Du hast die Classic-Serie abgeschlossen. Mach weiter mit der Gold-Serie. Yeah. Bling, 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 bling. Jetzt kommt nämlich der 550er Trophy, genau. Und den muss ich durchziehen. Ja, ich beende die Aufnahme und starte sie gleich wieder und ziehe das hier mal durch. bis dann.